Moin Moin bei Senior Didi. Und heute geht es wieder um Musik. Und ich will mal sehen, ob ich heute mal so die Einführung des Blues machen kann. Und zwar machen wir den Blues nicht in Dur, sondern in Moll. Ja? Da haben wir wieder einen Bluesbrother. Dann wollen wir mal gucken, ne? Ob wir das hinkriegen. So, kleine Einlage nebenbei. Der Mollblues. Ein Diagramm aus Wikipedia. Blues-Tonleiter. A, C, D, E, G ist die mollpentatonische Tonleiter. Und dieser Ton dazwischen, dieses S, ein Halbtonschritt zurück von E, S oder ein Schritt nach oben, Dis. Dieser Ton ist die sogenannte Blue Note. Gibt natürlich jetzt auch noch mehrere Blue Notes hinterher, wenn man dann das ausgereift hat. Gibt es in Dur, im Rock und Jazz und sowas, ja. Aber wir fangen ganz leise an mit der A-Moll-Blues-Tonleiter. Ja, und wie gesagt, das ist aus Wikipedia ein Diagramm. Und dieser Ton macht den Blues dann aus, ja. Aus der Pentatonik machen wir diesen Ton noch dazu. Entweder mit Bendings, indem man eine Saite zieht, oder dass man diesen Ton aussetzt. Diese Tonleiter, die werde ich jetzt löschen. Das ist nur für Leute, die jetzt Interesse daran haben, wie das aussieht in Notenform. Und ich will jetzt nochmal, bevor ich jetzt so anfange, so anfangen. Das heißt also, die fünf Blues-Tonleitertypen. Dasselbe hatten wir ja auch in Pentatonik gehabt. Kann man noch ein bisschen weiter zurückgehen? So. So sieht das ganz gesund aus. Ja. Und bei der Pentatonik haben wir ja gesehen, dass wir hier die C-Dur-Tonleiter haben. Und hier hatten wir das in Grün dann angezeichnet, wo die Tonschritte sind von der Pentatonik. Fünf Töne. Die Dur, das nehmen wir jetzt ganz weg. Ja, also haben wir jetzt nur noch die reine C-Dur-Tonleiter hier. C, D, E, F, G, A, H, C. Die Pentatonik, die Dur, die haben wir jetzt gelöscht. Das heißt also, wir haben jetzt nur noch die reine C-Dur-Tonleiter und die A-Moll-Tonleiter. Und davon noch die A-Moll-Pentatonik. Die gelben Punkte hier, also was ich gelb angeschrieben habe, ist A, C, D, E und G. Erste Stufe, dritte Stufe, vierte, fünfte und siebte Stufe. Ja? Und wie wir gerade gesehen haben, auf den Notenlauf, von der Moll Blues ist zwischen diesen Tönen, das ist die Moll Pentatonik, ist nur ein Ton dazwischen gesetzt worden. Das ist das S. Der kommt hier in diesen dazwischen, zwischen der vierten und fünften Stufe bei A-Moll, ja? Das ist jetzt erstmal eine Einführung in den Blues rein. Ja, wir machen jetzt Moll. Alles, was wir jetzt machen in Blues, das sind wieder fünf Typen. Das S, das wird da reingebaut. Ja? Diese Note, die kommt hier rein. Also für Leute, die jetzt Noten lernen wollen, die müssen dann einen Schritt weiter gehen und sich dann ja, Musikschule wenden oder
gibt ja andere Medien noch, ne, die dann das auch in Notenschrift machen. Wir machen das folgendermaßen, ich zeige euch das praktisch auf der Gitarre. Also haben wir dann nicht nur, wie bei der Mollpentatonik, A, C, D, sondern wir haben dann auch noch einen Zwischenton, S, ist die sogenannte Blue Note, E und G. Also sind das nicht 5 Töne, sondern 6 Töne. Ne? Wir machen jetzt aus 7 Tönen haben wir hier in der Stammtonleiter C-Dur und 7 Töne in der A-Moll-Tonleiter. In der Pentatonik, alles was gelb ist, haben wir 5. Und bei Blues-Tonleiter haben wir noch einen Ton mehr. Das heißt also 7, 5 und jetzt machen wir 6 Töne. Ne? Blues, Moll Blues hat 6 Töne. Ne? Und dann steht, sie entsteht aus der pentatonischen Tonleiter in Moll durch Hinzufügen der verminderten Quinte. Ja? Kann man auch so sagen. Ja, aber das ist halt für Leute, die dann richtig da ins Eingemachte gehen. Ja. Und das will ich jetzt mal zeigen auf ein Diagramm. Ich habe jetzt dann schon wieder ein bisschen gearbeitet daran. Dann sehen wir hier, das ist von 5 Typen der Molltonleiter, habe ich hier schon mal wieder den ersten gestrickt. Na, machen wir das ein bisschen höher, so. Und das ist genauso wie bei der Pentatonik auch. Das ist der erste Typ der A-Moll-Blues-Tonleiter. Den C-Ton habe ich nur dahin gemacht und den 12. Bund, dass man sich so ein bisschen orientiert, wo was ist. Und wir machen nichts mehr in Dur. Also alles, was grün war von der Pentatonik, habe ich jetzt weggemacht und die Blue Note dazu getan. Das heißt also, kann man ja auch mal machen. Ich kann das ja folgendermaßen machen. Das ist im Grunde, die Typen sind alles dieselben wie bei der Pentatonik, die 5 Typen, die wir gelernt haben. Das kann man ja ganz kurz mal zurückscrollen. Das ist ja zum Beispiel hier der erste Typ von der Pentatonik hier. Ja, erster Typ, zweiter Typ, dritter Typ, was wir gelernt haben. Alles was mit Pentatonik zu tun hat. C, also Dur und Moll. Jetzt haben wir die ganzen grünen Kästchen weggemacht, aber die Töne stehen lassen. Ja, die Finger setzen, das bleibt alles gleich so wie wieder bei der Pentatonik. Bloß wir machen jetzt nur noch alles in Gelb, in Moll. Und dazu gehören dann noch 2 Töne. In jeder Oktave kommt ein Ton rein. Das ist eine Oktave. Da kommt jetzt hier noch ein Ton rein. Das ist die sogenannte Blue Note. Und dann kommt hier noch ein Ton rein. Ja, und dann haben wir damit eine Blue Note. Und das zeige ich euch jetzt mal. Ich mache da mal ein blaues Kästchen raus. Also wie gesagt, diese 5 pentatonischen Tonleitern, die Typen, die wir gelernt haben. In Typen und Langform. Ja? Das sind dieselben, bloß mit der Blue Note machen wir überall noch in jeder Oktave einen Ton rein. Und zwar die Blue Note. Das Gelbe haben wir jetzt alle stehen lassen. Die grünen Felder haben wir gelöscht. Das werden wir alles jetzt nur noch im Moll machen. Und machen in jedem Typ und jeder Oktave einen Blue Note rein. Das S. Ja, weil wir alles in A-Moll spielen. Alle 5 Typen sind jetzt in A-Moll. Blues, ne? Und das ist jetzt der erste Typ, den wir jetzt sehen. Der ist also tatsächlich identisch mit der Pentatonik. Gehen. So. Ja. Und dann haben wir jetzt im ersten Typ die Grünen, diese Dur alles rausgemacht, das Grüne, aber die Töne und Fingersätze bleiben bestehen.
Und hier haben wir die erste Blue Note reingemacht. Können wir ja ruhig mal blau machen. Das ist der erste Ton, den wir blau gemacht haben. Und der kommt dann hier auch noch einer rein. Das ist eine zweite. So. Und dann kann man jetzt sagen, das sind die Grundtöne, die gelben. Das bleibt bestehen. A und A. Und das sind die Läufe. Ne? Wieder dran erhalten, an den Fingersätze. Erste Typ A-Moll Blues. Zweite Finger, vierte Finger. Den ersten setzen wir hier auf, rutschen dann nach da und haben auch einen 4. Das ist die sogenannte Blue Note. Vorwärts und rückwärts. Ne? Dann gehen wir mit dem ersten Finger, vierten, ersten, zweiten, Blue Note, dritten, zweiten, vierten, Grundton, A, zweiten, vierten und wieder rückwärts. Ja, Blue Note. So, und es gibt ganz viele, die spielen eine Blue Note, ohne dass sie es wissen, indem sie ein Bending machen, indem sie die Saite ziehen. Indem sie die 1 jetzt zum Beispiel ein bisschen anziehen, dann kommt man auch auf diesen Ton. Ja, es ist ein Bending, sagt man. Oder diese hier, dass man hier ist und dann das auch dann zieht, so, ne? Oder wenn man hier jetzt ist, dann zieht man den rein, geht auch. Also das ist diese sogenannte Blue Note, die in der pentatonischen Tonleiter eingebaut wird, ne? Und dann hat man eine Blues-Tonleiter. Es gibt natürlich noch andere, die dann noch mehrere Blue Notes haben, da kann man noch was reinbauen und so. Aber das ist erstmal die Basis der richtige Blues-Tonleiter, A-Moll-Blues-Tonleiter, ne? Und die wollen wir jetzt mal als erstes üben. Ich zeige euch das mal auf Gitarre. So, dann machen wir schon mal den ersten Typ der A-Moll-Blues-Tonleiter. Ich hatte da schon mal eine Sendung von gemacht, aber dann so in ja, mit aufgezeichneten, also mit einem Blatt Papier und aufgezeichnet, aber das war nicht so schön, wie wenn man das jetzt so macht. Ja? Deswegen wiederhole ich das nochmal und dann ist es halt ein bisschen intensiver auch. So, wie gesagt, also das sind dieselben Typen, die wir in der Pentatonik. Hallo, morgen, hier ist der Senior Didi. Das sind dieselben Typen wie die pentatonischen Tonleitern. Bloß ein Ton dazu. Das heißt, also der erste Typ in C, nur Pentatonik, war ja so. C-Dur-Pentatonik gewesen. Und wir machen jetzt keine C-Dur-Pentatonik mehr, diesen als Grundton nehmen, sondern der Grundton ist jetzt im Grunde der hier. Der A-Ton. Der erste gelbe Ton, den ihr da seht. Und wir fangen jetzt mit dem Grundton mal an. Da haben wir schon den ersten Blue Note gewinnen. Erste Blue Note. Und dann gehen wir mal zurück. Blue Note. Ja. Dann geht man wieder zum Grundton zurück. A-Moll. Pentaton, A-Moll Blues Tonleiter. So, gehen wir mal rückwärts. A. A. Wenn man jetzt aus diesem Typ rausgeht, ne? A. Aber wir machen jetzt mal erstmal nur diesen Typ hier. Das heißt, nochmal, wir fangen jetzt mit dem C-Ton an. Das ist der A-Grundton. A.
mal wieder immer zum Grundton zurück. Ganz langsam wieder üben. A-Moll, das A-Dur-Grundton. Blue-Note kann man auch ziehen. Kann das in einen Blue Note ziehen. Ne, aber wir machen kein Ziehen, kein Binden, gar nichts. Wir machen A. 1, 2, 3, 4. A. Na. Nochmal. Blue Note. Sondern A-Moll Blues. Ja? Hier sind die beiden Grundtöne. A, eine D-Seite, siebte Bund und H-Seite, zehnte Bund. Ja? Anfangen und aufhören auch, ne? Aber ganz durchspielen. Das ist der erste Typ, der Moll, der A-Moll-Blues-Tonleiter. Ja? Merke nicht in der E-Moll, sondern A-Moll. Wir machen alle fünf Typen jetzt in A-Moll-Blues. So, das ist schon mal der erste Typ. Ich zeige dir nochmal auf dem Diagramm. So, wie gesagt, Grundton A, D-Seite und Grundton A, H-Seite. Ne? Das ist die sogenannte Blue Note, die mache ich extra mal blau. Ne? Man sagt dazu die Blue Note, das ist das S, das E und S. Ne? Und zu der pentatonischen Tonleiter kommen diese beiden Tontypen dazu. Mehr ist das im Grunde nicht, aber man muss das üben, ne? So, und deswegen fängt man hier an mit dem zweiten Finger, vierten, ersten, nach dahin rutschen, ersten, zweiten, dritten, Grundton und wieder zurück. Da spielt man auf und ab, das ganze Ding. Und dann immer wieder gucken, dass man zum Grundton geht. Ne? Erster Typ, A-Moll, Blues, Tonleiter. Davon haben wir fünf Stück, alles in A-Moll und die üben wir jetzt nach und nach, ja? Das heißt also, wir haben jetzt fünf Blues-Tonleitern. Und aus der Pentatonik, was jetzt gelb ist, machen wir die Blues-Tonleiter, indem wir zwischen der vierten und fünften Stufe der Pentatonik noch ein S machen. Einen Halbtonschritt. Ja? Weil dieses E und einen halben tiefer ist S. So kann man das formulieren, ja? So, dann wünsche ich euch schön viel Spaß beim Üben und versucht das immer mit einem Metronom zu spielen, ja? Dass ihr immer schön Takt habt oder einen Drumcomputer. Ciao, ciao!